Ritter Rudi raubt sich quer durch die Welt und bringt immer alles Mögliche mit. Darunter auch unnötiger Ramsch. Seine Erkenntnis, die wichtigen Dinge des Lebens kann man vor Ort besorgen. Die Message, auf Nahversorgung zu setzen, haben Volksschüler in Saaleinsbach verstanden. Sie brachten die Thematik spielerisch auf die Bühne. Es war zuerst einmal das Bühnenbild zu machen und dann 120 Kinder zu koordinieren, dass jeder auch einen bestimmten Teil bekommt in dem Stück. Sie haben sich auch eine sehr einfache Rüstung, aber eine Rüstung gebastelt. Sie haben bei den Schwertern mitgewirkt. Wen spielst denn du genau? Den Ritter Rudi. Der zieht halt um der ganzen Welt umeinander und kauft halt ein und dann bringt das halt heim und dann sagen sie halt, das kann man halt eh von Ort kaufen und so nicht. Und sie kaufen sich lieber was von Ort als jetzt das alte Zeug heute. Man merkt auch, dass er alt wird. Hinter dem Stück steht die Idee des Autors Rupert Herbst. Kommt der Stil seines gleichnamigen Kinderbuches in Zeiten von Manga und Pokémon überhaupt noch an? Ich merke dieses, dieses leicht verträumte, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das Weichere ist wieder gefragt. Das Feedback ist, mei lieb. Und das ist bei dem Manga nicht immer. Gefragt sind wohl auch die Nahversorger in den ländlichen Gebieten. Oftmals die einzige Möglichkeit, sich ohne Umstände mit dem Nötigsten einzudecken. Ich glaube, es ist gut, wenn die Kinder damit groß werden, weil sie leben dann später auch mal draußen in den Regionen und sind dann auch froh, wenn sie mal alt werden, wenn sie eine gesicherte Nahversorgung haben vor Ort. Natürlich betreiben auch Ketten-Nahversorgung, muss man auch sagen, in den Regionen draußen. Aber natürlich in den kleineren Orten haben sie sich schon bereits zurückgezogen, weil sie sagen, es rentiert sich nicht mehr. Laut Wirtschaftskammer sei Oberösterreich dennoch so gut versorgt wie nur wenige Bundesländer. Die Kleinen hier sollen das auch wissen. Musikalisch verpackt gehen sie mit Ritter Rudi auf Raubzug. Wir sind Spezialisten in Märsche, aber auch für die symphonische Literatur. Und dieses Musical ist natürlich ein Novum und vor allem eine Abwechslung im Dienstalltag. Hat das teilweise noch ein bisschen was von Marschmusik? Es hat ein bisschen was drinnen, selbstverständlich, wie jede Musik. Und beim Marsch zum nächsten Nahversorger ist wahrscheinlich auch den Schülern bewusst, dass die Warnritter auch jene sind, die diese Kleinbetriebe unterstützen, damit das Nahe auch in der Ferne noch Zukunft hat.